Da haben wir übrigens noch einen Vogel, den wir einsacken können. Jetzt können wir uns nochmal ein paar Pfeile machen. Weil man merkt schon, ich habe ein paar Pfeile schon verballert, aus Versehen. So, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Rezept für einen Schildtrank. Also aus Pilzen und diesen weißen Pflanzen können wir einen Schildtrank machen. Dafür brauchen wir aber eine bestimmte Fähigkeit. Und zwar diese hier, genau. Fähigkeit, Schildbooster herzustellen. Was aber nicht unbedingt immer so praktisch ist. Meistens kann man die Sachen auch für was anderes verwenden, zum Beispiel die Pflanzen verkochen. So. Hier können wir jetzt das Fleisch verkochen, wie wir es gelernt haben, weil das zieht ja bekanntermaßen Raubtiere an. Man hat auch gerade schön gesehen, wie sie es gekocht hat. Und hier können wir trinken und unsere Flaschen füllen. Das machen wir mal mit allen Flaschen, dass wir nicht unbedingt immer zurückrennen müssen, wenn wir durstig sind. So. Man sieht schon, das Inventar ist ziemlich zugemüllt. Sortieren wir mal ein bisschen die wichtigsten Sachen hier oben, also Machete, Heilsachen, Waffen. So, gucken wir uns mal das Thema Trinken an. Kovacs Rules. Chapter 7. Drinking. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating and sleeping. This chapter is about drinking. Symptoms from lack of water include dizziness and headaches. This will affect your ability to concentrate and make critical decisions. Do not drink from the sea. It causes dehydration. Do not drink from the swamp. It is riddled with disease. Find fresh water wells and store as much as you can. You will find many containers here. Use them to store water. You will find some fresh fruit growing. You can eat this, but be careful about how much. A survivor with the shits is not the best. Also ja, da waren gerade die exotischen Früchte, die wir gefunden haben. Die können wir benutzen, auch um unseren Durst zu löschen. Aber wir sollten nicht zu viele davon essen, sonst kriegen wir Durchfall. So, hier können wir uns kurz eine Abkürzung durchbrennen. Genau. Da können wir nicht raus auf den Strand. Da hat der Kovac nämlich eine Barrikade hingestellt. Gemeinerweise. So, da bist du ja wieder. Well done. Und ja, wir sind jetzt nicht mehr durstig. Lassen wir mal vorauslaufen. Denn jetzt bringt er uns zum ersten Mal das richtige Basteln bei. Lagerfeuer anzünden, mit ihm reden. Ja, das ist seine Werkstatt hier. Und wir sollen uns eine Schrotflinte bauen. Ja, das Rezept für gekochtes Fleisch, das ist irgendwie sowas von trivial, dass das hier rumliegt. Aber gut, gucken wir uns erstmal sein Handbuch an. Kovacs Rules. Chapter 8. Handmade Guns. You must improvise to survive.
It is possible to create your own weapons using spare parts and other tools. The better your weapon, the better your chances of killing the zombies. You can and should combine found objects to create deadlier weapons. To make a shotgun, select a harpoon grip from your staff. Choose Combine and select the Diving Tank. You now have a new item, but it is not a complete weapon. Combine this item with a flared tube, and next with a hardware box. You have created your very own shotgun. For ammunition, metal scrap found on dead bodies will be okay. There are many ways you can combine items, but choose wisely. Die Waffe ging nach hinten los. Ja, ich glaube, sowas können wir uns nicht zusammenbasteln. Ich hoffe es mal. Wir können uns auf jeden Fall hier das selbstgebaute Schnellfeuergewehr, also die Schrotflinte, zusammenbasteln. Dazu nehmen wir die Sachen auf, die wir hier finden. Gucken, ob hier noch was Nützliches rumliegt. Nö. Und kombinieren das mal. Also zuerst den Harpunengriff mit der Druckluftflasche. Dann mit dem Rohr. Und zu guter Letzt mit dem Werkzeug. So. Und fertig. Good. Of course. Let's put your new... Ja, natürlich könnte man die Waffe dann noch verbessern. Ach, fürs Erste soll uns das reichen. Jedenfalls, um ein bisschen rumzuballern. Ein Holzstock ist immer praktisch. Und jetzt bringt er uns die letzte Sache bei. Schlafen. The third most important, if you don't rest. Ja, ja. Of course. Oh, to sleep, there is a secure shot. So, dafür gibt er uns nochmal ordentlich Munition. 500, um genau zu sein. Und damit sollen wir uns jetzt nach da oben durchschlagen. Unterwegs alles Mögliche, was wir finden, einsammeln. Und man merkt schon, die Schrotflinte hat einen schönen Wumms. Und macht nicht so viel Krach, aber halt auch eine böse Streuung. Und wir haben alles Mögliche damit gerade weggeschossen. Feuerstein gefunden. Soldatenhelme, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Und frische Munition. Hier finden wir auch hauptsächlich bei toten Gegnern. Der hier hat sich angebunden. Ah ja. Knallen wir die hier mal ab. Und da ist auch schon das Safehaus, zu dem wir uns durchkämpfen sollten. Jetzt machen wir erstmal das Gebiet um das Safehaus sauber. Gucken, ob wir hier noch interessante Sachen finden. Eine Heilpflanze, die wir gleich kombinieren können. Und ja, unser Inventar ist ziemlich voll. Hier ist auf jeden Fall noch diese blaue Pflanze, die außergewöhnliche. Und exotische Früchte. Fleisch haben wir schon gegrillt. Da können wir auch mal reingucken. Ah, hier erhalten wir die Anleitung für den Pfeil mit Federn, die ich euch schon längst gezeigt habe. So. Stück Stoff. Die beiden schalten wir mit Pfeilen aus. So, dann machen wir hier erstmal das Feuer an. Und gucken uns die Kovac-Regel an. Kovac's Rules. Chapter 9. Resting. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating and sleeping.
This chapter is about resting. To survive day after day, it's imperative to rest. You should not sleep by day and night, but when fatigue is felt. The more you are tired, the more your stamina decreases. You must sleep to replenish your vitality, but you cannot sleep anywhere. It's too dangerous. You must find a safe place where you can rest easy. There are many secure shacks you can sleep in safely, but they will need to be cleaned out before you can rest. Genau, und vor so einer sicheren Hütte stehen wir gerade. Und wenn wir die aufmachen, geht natürlich wieder der Alarm los. Da sollten wir gucken, dass wir die Zombies loswerden, die sich da drin versteckt haben. Kurz was Essbares zu uns nehmen, weil die Essensanzeige gerade auch auf blinkt. Und dann weiter Zombies abschießen. So, du noch. Kurz nachladen. Da kommt noch einer. So. Kurz ein bisschen die Zombies plündern. Nach Altschrott und eine leere Flasche. Können wir noch mehr Wasser reinfüllen oder mal Benzin, wenn wir das wollen. Aber gut, jetzt können wir uns hier schlafen legen. Das Schöne am Ausruhen ist, dass wir auch ein bisschen Lebenspunkte regenerieren und ein bisschen Zeit skippen. Also jetzt haben wir es zwar mitten in die Nacht geskippt, aber das ist auch nicht so schlimm. So, noch ein paar Stücke Schrott zu aufsammeln. Unser Inventar ist übrigens jetzt voll. Deswegen sollten wir mal irgendwas rausschmeißen. Wenn wir mal was haben, was wir nicht brauchen. Aber reden wir erstmal wieder mit dem Kovac. Und schließen das hier auch ab. Perfekt! Stufenaufstieg, yay. So, jetzt könnten wir theoretisch Glücksfall nehmen. Damit erhöhen wir die Chance, ohne das rote Kreuz einen Kopfschuss zu machen. Oder Glückskugel, damit wir bessere Quits machen. Oder wir verbessern einfach unsere Flammenfähigkeiten, damit wir Feuerpfeile herstellen können. Ich glaube, das nehmen wir als erstes mal. So, und reden nochmal mit Kovac. Your training is complete. For now. Sorry, but this stuff is mine. In exchange, I'll give you a... So, wir geben Kovac die Schrotflinte, die will er nämlich wieder haben. Thank you. Feel free. You will find the blue. So. Und kriegen als Dank von ihm nur einen Harpunengriff. Daraus können wir uns dann eine neue eigene Waffe basteln, wenn wir hier die Sachen zusammensammeln. Und wie man sieht, sind auch noch Affen als Questgeber aufgetaucht. Aber gut, das soll es mal von dem Let's Show sein. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick auf das Spiel. Ja, und auch auf den Kovac. Es ist halt ziemlich viel gebastelt im Inventar und Zombies abknallen. Die Norm... Zombie-Varianten werden auch immer mehr, also es gibt nachher noch fette Zombies, die explodieren oder sogar komische Krabben, die einen angreifen. Zombies mit schusssicheren Westen und mit Helm. Also das wird von Moment zu Moment immer schwieriger teilweise. Und Piranhas kommen auch noch dazu. Also langweilig wird es auf diesen Inseln bestimmt nicht. So, das soll es aber mal gewesen sein.
viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Let's Show. Und wir sehen uns dann bei meinen anderen Projekten. Bis dann.